Aber dein Flow ist weiter boring, Homes. Ich geb The Rock ne Schelle und mach ihn zu nem Rolling Stone. Digga, mittlerweile sieht deine Frau aus wie Mick Jagger, denn sie ist tagelang auf Nase, so wie Mitesser. D zum O zum P, E zum S zum T, E. Ach, ohne Kokain, Cannabis, Pep und Ritalin bin ich der allerdopste Motherfucker, so wie D.A.I. Ja, once again back is the incredible, me friendos. Ja, schön, dass ihr da seid, Mensch. Wie geht's euch denn? Mir geht es gut, ne? Also ich hatte mal wieder so ein Wochenende hinter mir mit ziemlich, sag ich mal, exzessivem Alkoholkonsum. Und das Ding ist so, wenn du so die Woche so durchackerst, so an deiner Selbstständigkeit schraubst oder auch wenn du einen anderen Job hast, der dich irgendwie, naja, ich will nicht sagen, schlaucht oder so. Aber jeder Mensch kennt das, wenn er aber so das Bedürfnis hat, so, ey, jetzt schalte ich einfach mal ab, ne? Jetzt lass ich mich mal richtig gut gehen, so, ne? Jetzt mache ich mir einfach mal keinen Kopf um die Dinge, so. Und dann gehst du in dem Fall wie ich jetzt so, gehst du auf, irgendwie auf zwei Geburtstagen war ich eingeladen. Samstagmittag erst von meinem Schwager, dann Samstagabends von einem Kumpel von mir. Und danach waren wir noch auf einem Geburtstag von einer Freundin, von meiner Freundin. Naja, und dementsprechend sah mein Alkoholkonsum aus, ne? Ja, da haben wir mal ganz schön ins Glas geschaut. Und währenddessen alles cool und so geil, ja, woo, gute Laune und so, ne? Und so am nächsten Tag, gestern stehe ich so auf und denke mir so, alter Schwede, ne? Und jetzt ist Montag und ich frage mich eigentlich, ob dieses Wochenende denn wirklich so erholsam war. Und ich glaube, wenn ich das mit Ja oder Nein beantworten müsste, ja, dann würde ich zu Nein tendieren. Als würde ich die Wahl zwischen AK-47 und 9mm haben. Ich würde zu Nein tendieren. Voll wack. Ja, wirklich, das ist dann immer so, das ist so ein bisschen komisch. Aber egal, heute kommen wir zu JBB 2014. Es geht endlich weiter, ja, Mimi-Fans. Und heute mit dem ultra spannenden, schwulen Bruder-Battle Kasa versus Gio. Grüße gehen raus an beide, Mimi-Friendos. Und auch hier muss ich wieder sagen, irgendwie dieser Slogan, der sich so langsam, aber sicher immer mehr manifestiert. Sagt man das so, ihr wisst, was ich meine. Ich kenne beide Runden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne die Runden nicht. Aber ich würde wirklich auch lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, was auf mich zukommt. Also ich weiß es hier ein bisschen. Ich weiß, dass ich hier keine, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn, Zeilen erwarten brauche. Schade eigentlich, ne? Mensch, das ist doch echt schade. Ja, Mann, komm. Chris, mein Dokumentenbruder, ich hoffe, du hast das hier so angeordnet. Aber ja, mittlerweile, ich kenne dich ja. Wir arbeiten ja schon so lange zusammen, Mensch. Also das hast du jetzt. Ich vertraue jetzt mal wieder ein bisschen mehr in dich. Ne? Du machst es ja wirklich super. Du machst einen tollen Job. Danke. Immer mal wieder ein schönes Danke geht raus an dich. Also, Reihenfolge gesagt, Gio ist Erster. Also fangen wir mit Gio an. Cracksteine von 80, Fettschweine mit Basies, Westside, We Slim Shady sind am Start. Wir legen los, Freunde, JBB 2014, Gio vs. Kasa, let's do it! Ach so, ganz kurz möchte ich euch noch was erzählen. Nichts erzählen, so. Es geht um JBB. Ihr braucht nicht skippen, ja. Ihr braucht nicht skippen. Freunde, bleibt hier. Es geht ums JBB. Ich hab's gleich. Ich muss nur kurz auf meine Instagram-Nachrichten gehen. Freunde, ich hab's gleich. Ich finde die Nachricht eh nicht mehr. Das ist doch so klar wie sonst was, Alter. Das finde ich doch niemals. Ich würde dich jetzt hier gern grüßen, Digga. Mir wurde auf Instagram geschrieben von einem jemand. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, Digga. Es tut mir doch leid. Hier. Der Fossel, Digga, Grüße gehen raus. Er hat mir ziemlich einen Batzen-Text auf Instagram geschrieben. Ich fasse mal kurz, also der Text ist wirklich ein bisschen lang, um den jetzt komplett vorzulesen. Es ging darum, dass er meinte, dass ich die JBB, beziehungsweise meine Analysen, wenn ich Analysen mache, mir erstmal die Tracks komplett anhöre, mit vielleicht 2-3 Zwischenstopps, ja, wo ich mal Stopp drücke und kurz was dazu sage. Und danach mir das komplett nochmal reinziehe und wie gewöhnlich oft Stopp drücke und was dazu sage. Ich glaube, dass dieser Vorschlag gar nicht schlecht ist. Und ich glaube, wir probieren das jetzt einfach mal, oder? Ich lasse jetzt einfach mal durchlaufen, ja, und dann gucke ich es mir nochmal an und sag was dazu. Wenn ihr diese Vorgehensweise feiert, ja, dann sagt mir das irgendwie, lass mich wissen. Wenn es geht, ja, kommentiert nicht 940 Mal das Gleiche, sondern liked halt die Kommentare hoch. Und wenn ihr es nicht feiert, lasst mich ebenso wissen. So, jetzt sind wir bei 5 Minuten, bisschen mehr, super. Also, ich guck's mir komplett an.
Ach, mein kleiner Bruder ist mal wieder frech am Quasseln. Er braucht halt Erziehung, deshalb muss ich ihm ein paar Schellen verpassen. Guck, wir beide haben uns schon damals nie so recht verstanden. Denn ich war Pokémon-Karten und er Titelblätter sammeln. Du warst damals schon ein Kind, das täglich in der Ecke hockte, weil dir in der Schule jedes Mädchen auf die Fresse boxte. Weißt du noch, wie dich nur dein großer Bruder retten konnte und wie er dir die Windeln gewechselt hat letzte Woche? Nee, mal ehrlich, denkst du echt, dass du der Beste bist? Lächerlich, du hast doch mit 6 Jahren in dein Bett gepisst. Mach mal nicht auf Boss und zeige jetzt mal mehr Respekt, du Bitch. Denn der hat den ganzen Dreck am Ende weggewischt. Guck ich halt, was ich versprech. Du hattest Sex mit unserem Hund, ich sagte, es bleibt unter uns. Ich hab dich nicht verpetzt. Und auch als ich dich unten sah mit deinem Kumpel Marc, während ihr am Fummeln wart, hab ich dich nicht verpetzt. Hier läuft es so wie damals in deinem Unterricht. Denn du kannst dir sicher sein, dass du hier keine Punkte kriegst. Auch wenn du plötzlich eine richtig geile Runde kickst, wirst du verlieren, denn dann misch ich deine Runde nicht. Du kannst sagen, was du willst, doch habe Respekt. Sonst nimmt Papa dir wieder einmal das Taschengeld weg. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Wenn Mama sieht, was du im Internet treibst, schläfst du wieder auf dem Boden statt im Kinderbett ein. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Jetzt machst du Mucke und denkst, damit kommst du endlich raus. Häng dich auf, dafür gibt man doch nicht mal einen Pfennig aus. Bei dir sieht es hässlich aus, weil du wie ein Messi haust. Deine Freunde sind wie die Schlümpfe, denn die sind ständig blau. Du hattest schon früh zu kämpfen, du warst nie wirklich gut in Mathe. Doch konntest auf dem Schulhof immer mit Brüchen rechnen. Du hattest Angst, dass sie dir irgendwann den Rücken brechen. Deshalb hast du dich versteckt in irgendwelchen Lüftungsschächten. Ey, du warst als kleiner Junge schon dumm wie Brot. Deine Lieblingsbeleidigung gegen mich war Hurensohn. Für deine Dummheit hat dich jeder verkloppt. Mal ganz im Ernst, du wurdest sogar von den Lehrern gemobbt. Du bist jetzt noch mit dem Alter in der Pubertät und lachst du über Witze, wenn es sich dabei um Stuhlgang dreht. Du bist so dumm, dass du dich noch mit 20 heulend auf die Schulbank quälst. Das ist auch der Grund, weshalb du heute noch den Rucksack trägst. Während ich Merch verkaufe, strittige Preise, sitzt du mit zitternden Beinen an deiner mittleren Reife. Stell dich ans Mic, doch du wirst niemals mit dem Spitten was reißen, denn hiernach bist du ausgeschieden wie Pisse und Scheiße. Du kannst sagen, was du willst, doch habe Respekt. Sonst nimmt Papa dir wieder einmal das Taschengeld weg. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Wenn Mama sieht, was du im Internet treibst, schläfst du wieder auf dem Boden statt im Kinderbett ein. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Ach und ey, ich sag das nur, damit das alle Kids da draußen wissen. Ich mach die Videos, schreibe, nehme auf und mische. Es ist egal, was du bringst, denn du bist hier aufgeschmissen. Jede gute Line von dir wird von mir einfach rausgeschnitten. Ich mach wieder alles komplett wie gewohnt, doch drehe für dich diesmal nur ein One-Take-Video. Was willst du machen? Mir egal, was du für Strophen kickst. Ich bin der Boss und wenn ich will, dann wird die Stimme hochgepitcht. Du kannst vergessen, diesen G zum O zu plätten. Ich zerstöre deine Runde nur mit Videoeffekten. Du hast in der Hand, ob du weiterkommst, eigentlich nicht. Denn der Einzige, der darüber entscheidet, bin ich. Okay, Freunde. Ja, jetzt ziehen wir uns das nochmal rein. Und jetzt drücke ich 900 Mal in der Minute Stopp. Ah! Achso, was halt gut ist, wenn man es einmal durchlaufen lässt, ne? Man kriegt halt, das ist wirklich so, das habe ich auch schon öfter gehört. Und ich weiß es ja auch selbst, ne? Dass man halt viel mehr das Feeling mitbekommt, so. Und man merkt halt viel mehr vom Gefühl her, wie ein Song oder in dem Fall eine Runde, eine Battle-Runde bei einem ankommt, ne? Als wenn man die ganze Zeit Stopp drückt und sich so diesen Flavor und das Gefühl, was sich so mit jeder weiteren Zeit halt so aufbaut in einem selbst, unterbricht man halt selber immer. Deswegen, ich könnte mit der Vorgehensweise erleben, die Sache ist halt nur, meine Videos werden noch länger. Klasse! Toller Mensch! Ach, mein kleiner Bruder ist mal wieder frech am Quasseln. Er braucht halt Erziehung, deshalb muss ich ihm ein paar Schellen verpassen. Guck, wir beide haben uns schon damals nie so recht verstanden. Denn ich war Pokémon-Karten und er Titelblätter sammeln. Ja, kommt direkt mit einer Reimkette rein. Nie so gut verstanden, wieder mal zu klatschen. Digi-Blätter sammeln oder was er da sagt. 4 Reime, alle drauf. Ich meine, Flow von Gio habe ich schon 100 Mal in meinen Gio-Analysen gesagt, ist immer komplett drauf. Ich muss jetzt auch ein bisschen meine Definition von Hard-Hitters und Punchlines natürlich auf dieses Bruder-Battle hier runterfahren, weil es sehr viel Humorzeilen sind, die so mehr sticheln und mehr aufziehen und mehr necken als hart reinficken, ne?
Deswegen muss ich da ein bisschen das anders definieren, wie gesagt. Aber trotzdem war bis jetzt da keine Punchline dabei für mich, irgendwie, die ich gut fand. Und so. Und schon damals nie so recht verstanden, denn ich war Pokémon-Karten und der Titelblätter sammeln. Du warst damals schon ein Kind, das täglich in der Ecke hockte, weil dir in der Schule jedes Mädchen auf die Fresse boxte. Weißt du noch, wie dich du dein großer Bruder retten konnte und wie er dir die Windeln gewechselt hat letzte Woche? Das ist halt gut. Täglich in der Ecke hockte, weil dir da sogar Mädchen auf die Fresse boxten. Das ist auf jeden Fall sehr gut gereimt und er zieht den Reim halb durch, zumindest das Fresse boxte, Windeln wechseln letzte Woche. Kann man schon als Reimkette sehen und ich finde den Schluss echt lustig so. Das ist, er baut das erste auf, weißt du noch, als ich dir die Windeln wechselte letzte Woche, setzt es so hinten dran und dadurch kommt die Pointe schön zum Tragen und es ist ein lustiger, eine lustige Zeile, die auf jeden Fall von mir mit einem Pünktchen bewertet wird. Nee, mal ehrlich, denkst du echt, dass du der Beste bist? Lächerlich, du hast doch mit 6 Jahren in dein Bett gepisst, mach mal nicht. Ja, aber das ist ja jetzt fast ein Widerspruch. Er sagt ja erst, ich hab dir die Windel gewechselt letzte Woche und jetzt sagt er, du hast mit 6 Jahren noch ins Bett gepisst. Was ist denn jetzt? Mit 6 Jahren oder letzte Woche? Oder will er mir erzählen, er will das dann so ausdrücken, dass Kasa 6 Jahre alt ist? Lächerlich auf Beste bist, ist halt, natürlich muss man das immer auch im Hinterkopf behalten, dass es 2014 ist, aber die Reime so lächerlich, dass ich der Beste bin oder dass du der Schwächste bist oder so, diese Reime, die sind halt auch so, keine Ahnung, also ich persönlich kann sie nicht mehr hören und du hast mit 6 Jahren ins Bett gepisst, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so krass. Was aber lustig ist halt, dass sie so zusammen agieren halt, ne? Dass auch Kasa die Hook jetzt bei Gio hat, das ist schon lustig und dass sie auch so gegenübersetzen und beide viel mit Mimik und Gestik arbeiten, das untermalt das Ganze schon und es ist was außergewöhnlich Schönes. Aber ich will halt jetzt hier auch mal richtig hier schön. Ich auf Boss und zeige jetzt mal mehr Respekt, du Bitch, denn der hat den ganzen Dreck am Ende weggewischt. Guck ich halt was. Ja, das ist aber ganz lustig. Du hast mit 6 Jahren noch ins Bett gepisst und jetzt tralalala. Wer hat die ganze Scheiße am Ende weggewischt? Ist kein Punch, aber ihr wollt ja sowieso, dass ich ein bisschen mehr auch diese anderen Art von Zeilen, Flows, gute Reime, sonst was, Dinge, die mir gefallen, bewerte und das tue ich in dem Fall. Ich verspreche Respekt, du Bitch, denn der hat den ganzen Dreck am Ende weggewischt. Guck ich halt, was ich verspreche. Du hattest Sex mit unserem Hund, ich sagte, es bleibt unter uns. Ich hab dich nicht verpetzt und auch als ich... Aber was ist das für eine Zeile? Ich halt, was ich verspreche. Ich sagte, es bleibt unter uns. Du hattest Sex mit unserem Hund. Ich hab dich nicht verpetzt. Aber er verpetzt ihn ja gerade. Ich dich unten sah mit deinem Kumpel Marc, während ihr am Fummeln wart. Hab ich dich nicht verpetzt. Hier läuft es so wie... Aber das ist auch schon wieder eine gekonnt gute Zeile von Gio. So, ich meine, er reimt zwar nicht verpetzt auf nicht verpetzt, aber das ist im Grunde genommen der unterbrochene Haufenreim. A, A, B, A. Ich halt, was ich verspreche. Reim schön an Anfang gesetzt vor der Zeile. So, ich halt, was ich verspreche. Aber du hast Sex mit unserem Hund. Der bleibt unter uns. Ich hab dich nicht verpetzt. Dann kommt, während du mit Kumpel Marc untenrum am Fummeln warst. Da. Schöner Zwischenreim. So die dritte Zeile Reim auf Reim geschrieben. Und dann kommt in der vierten Zeile wieder das nicht verpetzt, was ich in dem Fall natürlich, du willst dasselbe auf dasselbe reimen, aber dasselbe auf dasselbe reimt sich nur, wenn du dasselbe auf dasselbe reimst. Es ist halt dasselbe auf dasselbe nicht verpetzt, aber Gio hat sowieso oft diese Flows, die so ein bisschen, die halt ein bisschen außergewöhnlicher sind und das belohne ich in dem Fall, weil ich es einfach mag. Wie damals Simple Mark, während ihr am Fummeln wart, hab ich dich nicht verpetzt. Hier läuft es so, wie damals in deinem Unterricht, denn du kannst dir sicher sein, dass du hier keine Punkte kriegst, auch wenn du plötzlich... Ja, das ist auch eine ganz gute Zeile. ...eine richtig geile Runde kickst, wirst du verlieren, denn dann mische ich deine Runde nicht. Du kannst sagen... Das ist halt auch geil, finde ich, eine lustige Angriffsfläche, weil das ist ja bekannt, dass Gio für viele Mix und Mastered und so und bei Kasa wahrscheinlich auch noch das Video macht, wie er auch selber sagt. Und das ist natürlich dann schön, dass er in dem Fall diese Angriffsfläche wählen kann, dass er sagt, ey, egal was du für eine Runde kickst, wenn du mich anpisst, mische ich die Runde einfach nicht. Das ist kein Fick, aber es ist ein lustiges Ding, ein lustiges Stilmittel, was er hier gerade in dem Fall an den Tag legen kann und was er auch tut, auch noch in der weiteren Runde. Und deswegen belohne ich das. Eine richtig geile Runde kickst, wirst du verlieren, denn dann mische ich deine Runde nicht. Du kannst sagen, was du willst, doch habe Respekt, sonst nimmt Papa dir wieder einmal das Taschengeld weg. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst, denn kommt es darauf an, versteckst
versteckst du dich bei Papa. Wenn Mama sieht, was du im Internet treibst, schläfst du wieder auf dem Boden statt im Kinderbett ein. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst, denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Ja, die Hooks belohne ich jetzt nicht gegenseitig, weil ich meine, das ist jetzt quasi schon der Diss von Kasa gegen Gio. Und soweit ich mich erinnere, macht Gio die Hook in Kasas Runde? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gehe ich davon aus. Ich glaube, da ist irgendwas in meinem Hinterkopf. Und deswegen belohne ich die Hook einfach nicht. Jetzt machst du Mucke und denkst damit obwohl sie lustig und gut ist. Was denn kommt es darauf an? Versteckst du dich bei Papa? Jetzt machst du Mucke und denkst damit kommst du endlich raus. Häng dich auf, dafür gibt man doch nicht mal einen Pfennig aus. Bei dir sieht es hässlich aus, weil du wie ein Messi haust. Deine Freunde sind wie die Schlümpfe, denn die sind ständig blau. Nachts tauche ich nackt in deinem Zimmer auf und grinse. Cheeky motherfucking Jay ist immer blau wie Schlümpfe. Hatte ich selber mal diese Zeile vor 47 Jahren, als ich 38 war. Ist natürlich schon jetzt so ein bisschen, ja, blau wie Schlümpfe, okay, gut. Aber ich meine, es ist eine lustige Zeile und es ist 2014 gewesen. Das heißt, damals war die Zeile vielleicht noch nicht ganz arg so ausgelutscht. Und noch dazu kommt, dass Gio auf jeden Fall einer ist, dem man zutraut, selber auf so Zeilen zu kommen. Also wenn das jetzt irgendein Rapper kicken würde, der irgendwie nie Vergleiche, Wortspiele und sonst was hat, dann würde ich das aus einem anderen Blickwinkel betrachten, weil ich mir dann denken würde, ja, auch auf einmal hast du einen Vergleich, ne? Ja, auf einmal und dann zufällig auch noch einen ausgelutschen, dann wäre das was anderes. Aber bei Gio, den traue ich es auf jeden Fall zu, deswegen gibt's hier mal ein Pünktchen, mi friendo. Du hattest schon früh zu kämpfen, du warst nie wirklich gut in Mathe, doch konntest auf dem Schulhof immer mit Brüchen rechnen. Ja, aber da tue ich mich jetzt wirklich schwer, weil das ist wirklich das Ausgelutschteste, so was es gibt. Weil nee, natürlich nicht, was es gibt, aber diese Vergleichlein mit Brüche und Mathe, ey, keine Ahnung, das war halt auch schon echt 2014 hart ausgelutscht, so. Das ist, da gibt's, ich weiß auch nicht, wie viel Witze es darüber gibt, die man schon sich in der Grundschule an die Köpfe schmeißt mit Brüche und Mathe. Du hattest Angst, dass sie dir irgendwann den Rücken brechen, deshalb hast du dich versteckt in irgendwelchen Lüftungsschächten. Ist vom Reim her ganz gut, ist kein Punch dabei und ist auch alles mehr Geschichte als wahr, aber es ist trotzdem gut gereimt so. Und es ist auch lustig so irgendwie zu sagen und lustig ist auch, dass Kasa hier die ganze Scheiße mitmacht. Ey, du warst als kleiner Junge schon dumm wie Brot, deine Lieblingsbeleidigung gegen mich war Hurensohn. Für deine Das ist aber gut, du warst schon dumm wie Brot, deine Lieblingsbeleidigung gegen mich war Hurensohn, das ist lustig. Meint hat dich jeder verkloppt, mal ganz im Ernst, du wurdest sogar von den Lehrern gemobbt. Du bist jetzt noch mit dem Alter in der Pubertät und lachst du über Witze, wenn es sich dabei im Stuhlgang dreht. Du bist so dumm, dass du... Du bist in der Pubertät und lachst über Witze, wenn es sich dabei im Stuhlgang dreht. Finde ich irgendwie komisch. In der Pubertät und lachst du über Witze, wenn es sich dabei im Stuhlgang dreht. Du bist so dumm, dass du dich noch mit 20 heulend auf die Schulbank quälst. Das ist auch der Grund, weshalb du heute noch den Rucksack trägst, während ich... Das ist aber eine ganz gute Angriffsfläche. Ich weiß nicht, ob er die so meint, wie ich sie verstehe, aber Kasa ist ja schon so ein Backpack-Rapper, ne? Der auch immer wieder in seinen Zeilen irgendwas, ich hab mein Biss im Back, ich bin back in Biss, hab mein Biss im Back und da mit Rucksack rumläuft und so. Und das ist halt ganz geil in eine Zeile verpackt. Gerade auch noch mit dem Reim, der echt gut ist, Toilette auf die Schulbank quälst. Schulbank quälst. Und deswegen kann man dich auch nur mit Rucksack sehen. Schulbank und Rucksack ist auch ein guter Reim, zweisilbig, aber ein guter Reim, der auch gut im Kontext steht. Und es so zu verpacken, ist meiner Meinung nach ganz gut. Ich hab gerade, glaube ich, einen Punkt gegeben. Wenn nicht, müsst ihr einfach einen dazu zählen. Das ist auch der Grund, weshalb du heute noch den Rucksack trägst. Während ich Merch verkaufe, strittige Preise, sitzt du mit zitternden Beinen an deiner mittleren Reife. Stell dich und das ist, glaube ich, so ein Punch, der könnte wehtun. Also wenn ich zurückdenke, wie, naja, obwohl ich habe die mittlere Reife nicht mit zitternden Beinen gemacht, aber ich habe auf jeden Fall viele Dinge in meinem Leben mit zitternden Beinen gemacht, ne? Immer Unsicherheit, so, was ist, wenn ich verkacke? Oh mein Gott, ist das das Richtige, was ich tue? Immer diese Ängste. Und wenn der Bruder dann zu einem sagt, ey, du machst mit zitternden Beinen deine mittlere Reife, dann nehmen wir mal an, das ist Real Talk, ne? Und Kasa hat wirklich zitternde Beine bei seiner mittleren Reife, dann ist, glaube ich, das eine Zeile, die wirklich ekelhaft ist. Weil das ist so eine Zeile, die halt wirklich Wahrheit mit sich ziehen könnte. Der Rest ist einfach so... Das ist halt einfach so runtergelabert, ein bisschen lustig gemacht, ne? Aber das könnte wirklich halt Real Talk sein. Ich Merch verkaufe strittige Preise, sitzt du mit zitternden Beinen an deiner mittleren Reife. Stell dich ans Mic, doch du wirst niemals mit dem Spitten was reißen, denn hiernach bist du ausgeschieden, wie Pisse und Scheiße. Du kannst. Das ist auch gut, wie der schöne Reime, du sitzt mit zitternden Beinen an deiner mittleren Reife, du wirst nie etwas reißen, denn hiernach bist du ausgeschieden, so wie Pisse und Scheiße. Das ist von Gio sowieso einer, der gerne vier Zeilen so hintereinander rappt und so Reimketten verpackt, finde ich auf jeden Fall gut, steh ich ziemlich drauf und sorgt mega für ein rundes Hörbild so bei mir. Immer vier Zeilen kicken ist irgendwie rund. Gio macht das oft, gefällt mir. Und die Reime hier sind auch gut.
das mit der mittleren Reife, zitternde Beine habe ich gerade schon belohnt und jetzt noch dieses zu sagen, du bist ausgeschieden wie Pisse und Scheiße, ist auch ganz lustig, wobei man das auch schon kennt, dieses du bist ausgeschieden, so wie Pisse und Scheiße beispielsweise. Trotzdem finde ich es gut und gib einen Punkt von mir. Sagen, was du willst, doch habe Respekt, sonst nimmt Papa dir wieder einmal das Taschengeld weg. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst, denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Wenn Mama sieht, was du im Internet treibst, schläfst du wieder auf dem Boden statt im Kinderbett ein. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst, denn kommt es darauf an, versteckst du dich bei Papa. Aber warum erwähnt er in der Hook dreimal den Papa und nur einmal die Mama? Da fühlt sich die Mama bestimmt schlecht wegen dir, Kasa. Du rufst sie jetzt an und sagst ihr, dass du sie lieb hast. Ist das angekommen? Wie Flaschenpost. Und von der Melodie in der Hook, ja, also die Hook gefällt mir, ist lustig so, viel Lyric reingepackt, wenig da irgendwie auf Hook-Bild geachtet, auf Refrain-Klang. Refrain. Papa. Ist trotzdem lustig, aber er hat jetzt nicht unbedingt so den Mega-Hook-Charakter. Ach und ey, ich sag das nur, damit das alle Kids da draußen wissen. Immer wenn ich Gio mit Glatze so sehe, ohne Mütze, erschrecke ich kurz. Bist du dich bei Papa? Ach und ey, ich sag das nur, damit das alle Kids da draußen wissen. Ich mach die Videos, schreibe, nehme auf und mische. Ich mach die Videos, schreibe und ich mach die mische. Finde ich auch gut, es so aufzuzählen. Weil es halt voll Real Talk ist, Alter. Damit das alle Kids da draußen wissen. Ich mach die Videos, schreibe, nehme auf und mische. Es ist egal, was du bringst, denn du bist hier aufgeschmissen. Jede gute Line von dir wird von mir einfach rausgeschnitten. Das ist auch geil, das finde ich auch echt gut, dass er jetzt erst so aufzählt, was er alles macht. Und tralala, dran, ich nehme auf und mische. Ich mach das und das, das und das. Und jede gute Line von dir, ich hab Pech gehabt, wird einfach rausgeschnitten. Das ist lustig und wie gesagt, das ist ein Stilmittel, was nur Gio jetzt in dem Fall machen kann. Weil er halt für viele, in dem Fall Kasa, die Mischung wirklich alles macht und deswegen ist es, sind es einfach lustige Zeilen. Ich mach wieder alles komplett wie gewohnt, doch drehe für dich diesmal nur ein One-Take-Video. Ja, ist auch lustig. Was willst du machen? Mir egal, was du für Strophen kickst. Ich bin der Boss und wenn ich will, dann wird die Stimme hochgepitcht. Okay, das belohne ich jetzt auch nochmal, aber jetzt würde es für mich reichen. Jetzt haben wir verstanden, dass er für Kasa alles tut. Und er hat jetzt ein paar lustige Zeilen diesbezüglich gekickt, dass er im Endeffekt am längeren Hebel sitzt und alles noch im Nachhinein bearbeiten kann. Und ich finde, er sollte es jetzt nicht so krass ausschlachten. Du kannst vergessen, diesen G-Zomo zu plättern. Ich zerstöre deine Runde nur mit Videoeffekten. Du hast in der sowas meine ich. Hand, ob du weiterkommst, eigentlich nicht. Denn der Einzige, der darüber entscheidet, bin ich. Ja, das ist aber wieder gut zum Ende. Passt auch gut platziert so ans Ende. Das ist irgendwie was Gewichtiges ans Ende zu setzen. Der Einzige, der darüber entscheidet, bin ich. Cheat zum O. Cheat zum O. Libido, Klingelton, Dixie-Klo. Yes, yo. Auf jeden Fall lustig. Ich meine, ihr wisst, ich bin eher so der Hard-Hitter-Fan, wo es ein bisschen abgeht. Das kann ich natürlich bei dem Battle jetzt nicht erwarten. Ja, Mann, wir machen mal kurz die Kamera aus, denn jede Analyse muss wie gewohnt aussehen wie die andere. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ciao. So. Kabasa, la best to boot. 1,7 Millionen Aufrufe, heiliger Strohsack. Du siehst meinen Schwanz und denkst dir, heiliger Strohsack, denn er hat das Volumen einer 2 Liter Cola. Not so. Yeah, let's do it, come on. Los geht's, Mann, hier drehen wir. Nein, ehrlich. Was war denn das? Digga, los geht's, Mann, hier drehen wir. Wie er lacht. Also ich guck mir die Runde jetzt erstmal komplett an, ne? Ja, los geht's, Mann, hier drehen wir. Nein, ehrlich jetzt, Mann. Ist voll geil hier. Ist nicht, Mann. Nee, Mann, ich will nicht schon wieder so ein Video haben. Mann, Digga, guck doch mal, ist doch voll geil. Und außerdem, ey, ich werde so kranke Greenscreen-Effekte da einbauen. Am Ende denken die Leute, du bist irgendwo im Weltall, lustig. Alter. Weltall, Digga? Ja, versprochen, Mann. Fett, Digga, fett, Mann. Keine Sorge, geil. Das Video wird mindestens so gut wie meins. Geil. Ich nehme dich nicht hart dran, ja, weil wir Brüder sind einfach. Ich übte am Mike und so übersteigt der Schüler den Meister. Früher war keiner am Start, um auf mich aufzupassen. Babysitten hieß bei dir wegzugehen und ich sollte zu Hause warten. Und die Fragen an G, willst du meine alten Sachen haben? Doch ich bekam nur Abgetragenes wie Hanfplantagen. Ich glaub an das Karma, Bruder. Wir gingen auf Partys, Bruder. Ich mit Partyluder, du im Anhang als mein warmer Bruder. Wer lässt dich blenden von ihm? Fände ich aber ganz schön doof. Denn die Masse ist erkrankt am Punch-Arrogant-Syndrom. Weißt du noch? Doch, ich saß damals kuckelnd im Gebüsch, aber du sauerst mich verpetzt und so wurde ich erwischt. Du hast früher beim Zocken immer das Kotzen bekommen, denn du hast Spiele falsch erklärt, doch ich hab trotzdem gewonnen. Selbst in Nakita
Sein Betreuer war schon weg und heute ist er zärtlich und streichelt die Frauen. Doch dem weiblichen Geschlecht gehört gepflegt eine reingehauen. Oder Julian, vielleicht Digga, ist dein Part der Hammer. Doch nach meinem kuschelst du dich wieder in den Arm von Mama. Ach, du bist mal wieder auf der Suche nach Stress. Doch pass auf, sonst gibt dir Mama wieder Stubenarrest. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Pass auf, was du in deinem Kinderbett schreibst. Sonst sorg ich dafür, dass Mama dir das Internet streicht. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Geschmäcker sind verschieden, wer ist euer bester Rapper? Wollt ihr lachen gehen? Mein großer Bruder feiert Schwester ever. Ich sah mit Dragon Ball an und spielte Tekken und FIFA. Gio spielte mit seinen Schniedelwutz und streckte ihn nieder. Bei jedem Wichs zog er sich ein Haar hinaus. Sein Kopf, dieses Paddle, die Sache sieht nicht haarig aus. Während der Fötusstellung Rap und an Mösensucht verreckt, entwickelt der Verlust von Sex im Head ein Ödipus-Komplex. Ich beweise jedem von euch, dass er derbe schlecht ist. Denn kommt man in sein Zimmer, ist er immer sehr beschäftigt. So hoch konzentriert und auch meistens mehr als recht ist. An WoW, denn mein Bruder peilt die erste Quest nicht. Er scheitert schon bei den Gestalten seiner Menschen in Sims. Und bei Mario springt er erst und rennt dann nach links. Ich hab keine Ahnung, ob euch das so interessiert. Stellt euch vor, Gio cheatet bei Counter-Strike und verliert. Ich hab die Peinlichkeit als Gegner, denn sein Gehirn ist genau wie der Krieg im Nahen Osten. Beide Seiten machen Fehler, die Bitches labern. Ich bin kein kleiner Gio, ich hab bewiesen, wer ich bin. Ich bin Kasa. Ach, du bist mal wieder auf der Suche nach Stress. Doch pass auf, sonst gibt dir Mama wieder Stubenarrest. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Pass auf, was du in deinem Kinderbett schreibst. Sonst sorg ich dafür, dass Mama dir das Internet streicht. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Also krass, so unterhaltsam habe ich das wirklich nicht in Erinnerung, gell, sage ich ganz ehrlich so. Auch wie die jetzt gegenseitig auf so voll die Dinge achten, auch dass sie die Hook im gleichen Flow machen und jeweils jetzt erst Kasa die Hook für Gio macht, jetzt Gio die Hook für Kasa, finde ich wirklich gut. Und eine Sache ist für mich wirklich gerade bemerkenswert gewesen, ne, dass mir Kasa auf dem Beat besser gefallen hat. So vom Druck und vom Flow und von irgendwie dem Hunger, der Power, kam mir Kasa so rein rap-technisch und vom Klangbild her wirklich cooler vor. Ziehen wir uns jetzt nochmal rein, Alter. Das wird eine enge Sache. Dieses Arschloch deiner Mutter, du Bastard. Und jetzt geh weiter, runter vor meinem Rasen. Digga, los geht's, Mann. Hier drehen wir. Okay, ohne Spaß, auch wenn das voll geschauspielert ist, ne? Ich finde, er lacht hier wirklich voll authentisch so. Einmal geben, ich find's wirklich lustig, wie er lacht. Digga, los geht's, Mann, hier drehen wir. Nein, ehrlich jetzt, Mann. Das ist voll geil hier. Mann, ich will nicht schon wieder so ein Video haben. Mann, Digga, guck doch mal, ist doch voll geil. Und außerdem, ey, ich werde so kranke Greenscreen-Effekte da einbauen. Am Ende denken die Leute, du bist irgendwo im Weltall, Alter. Weltall, Digga? Ja, versprochen, Mann. Fett, Digga. Keine Sorge, geil. Das Video wird mindestens so gut wie meins. Das ist auch halt lustig. Das ist genau das wieder, was ich meine, was ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt habe. Das ist halt wirklich in dem Fall, kann Chio wirklich das als Angriffsfläche nutzen oder Kasa und Chio es beide so zu einem Running Gag machen. Wir wissen jetzt alle, Chio mischt und macht alles für Kasa Videos und das jetzt so als Anfang zu machen, von wegen, ey, dreh hier, das ist doch geil, in irgendeinem scheiß Busch, Alter. Das ist natürlich schon echt lustig und unterhaltend. Jetzt diese ganzen Video-Effekte, ich will jetzt nicht mal wirklich jedem Effekt den Gio da rein schneidet, hier Stopp drücken und sagen, haha, guck mal, da steht Spaß, haha, guck mal, da war gerade ein Banner mit Gio, ist der Beste, haha. So, da sind jetzt viele Effekte drin, die Gio halt im Nachhinein ganz offensichtlich bearbeitet hat und das trägt natürlich auch zu einem Running Gag bei und es ist auch lustig, aber ich muss jetzt nicht jedes Mal hier Stopp drücken, so. Gut wie meins. Ich nehme dich nicht hart dran, ja, weil wir Brüder sind einfach. Ich übte am Mic und so übersteigt der Schüler den Meister früher. Das ist allein vom Flow her, ne? Kasa ist oft einer, der mir vom Flow nicht so zugesagt hat. Also bei seinen aktuelleren Analysen oder beziehungsweise aktuelleren Dingen, die ich gemacht habe. Weil dieser Flow so immer so über das Zeilenende drüber geht und du so gar keine Anhaltspunkte hast und gar nicht weißt, so wo ist dann jetzt der Reim und die Pointe und so. Aber in dem Fall finde ich den Einstieg echt gut. Hart dran, ja, weil wir... Ich nehme dich nicht hart dran, weil wir Brüder sind einfach. Ich übte am Mic und so übersteigt der Schüler den Meister früh. So übersteigt der Schüler den Meister, ist halt echt auch ganz cool so. Ja, war keiner am Start, um auf mich aufzupassen. Babysitten hieß bei dir wegzugehen und ich sollte zu Hause warten und die Frage. Das ist auch Babysitten hieß bei dir wegzugehen und ich sollte zu Hause warten. Angie, willst du meine alten Sachen haben? Doch ich bin
und ich sollte zu Hause warten. Und die Fragen an G, willst du meine alten Sachen haben? Doch ich bekam nur abgetragenes wie Hanfplantagen. Ich glaube, das ist auch gut. Ich bekam nur abgetragenes wie Hanfplantagen. Das ist auch gut, Alter. Bandes Karma, Bruder. Wir gingen auf Partys, Bruder. Ich mit Partyluder, du im Anhang als mein warmer Bruder. Das ist auch lustig. Aber jetzt hier, okay, jetzt habe ich dir zufällig gerade schon gedrückt. Lüge. Blenden von ihm fänd ich aber ganz schön doof, denn die Masse ist erkrankt am Punch-Arroganz-Syndrom. Weißt du noch, ich saß damals kuckelnd im Gebüsch, aber du sauerst mich verpetzt und so wurde ich erwischt. Du hast früher beim Zocken immer das Kotzen bekommen, denn du hast Spiele falsch erklärt, doch ich hab trotzdem gewonnen, selbst in der... Ja, ist aber auch lustig. Kita hatte ich viele Bräute in meinem Bett, er wollte... Falsch erklärt, doch ich hab trotzdem gewonnen. Selbst in der Kita hatte ich viele Bräute in meinem Bett. Er wollte auch mal Sex, doch schade, sein Betreuer war schon weg. Und heute ist er... Er wollte auch mal Sex, doch schade, sein Betreuer war schon weg. Ja, ist okay. Viele Bräute in meinem Bett, er wollte auch mal Sex, doch schade, sein Betreuer war schon weg. Und heute ist er zärtlich und streichelt die Frauen. Doch dem weiblichen Geschlecht gehört gepflegt eine reingehauen, oder? Das gefällt mir nicht so gut, weil es von den Silben her beim Reim nicht passt. Es ist jetzt natürlich wieder immer so Meckern auf hohem Niveau und jemand achtet da gar nicht drauf, aber mir fällt sowas halt immer direkt auf. Streichelt die Frauen, reingehauen. Er reimt streichelt die Frauen auf reingehauen. Das stimmt zwar von den Vokalen und dem Zweilaut Au, also von den beiden Zweilauten meine ich Ei und Au, stimmt es natürlich schon, aber von den Silben stimmt es halt leider Gottes nicht. Das alles lernt ihr auch in meinem Rap-Tutorial, Freunde. Wer sich so nicht geholt hat, dem, ich weiß auch nicht warum. Ich kann das nicht verstehen, wie man so auf den Kopf geknallt sein werden kann. Das verändert euer ganzes Leben hier, komplett von A bis Z. Oder Julian, vielleicht, Digga, ist dein Part der Hammer. Doch nach meinem kuschelst du dich wieder in den Arm von Mama. Ach, du bist mal... Ist auch lustig. Wieder auf der Suche nach Stress. Doch pass auf, sonst gibt dir Mama wieder Jugendarrest. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Pass auf, was du in deinem Kinderbett schreibst. Sonst sorg ich dafür, dass Mama dir das Internet streicht. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Ja, ist genau die gleiche Melodie, genau der gleiche Flow, genau die gleiche Hook, nur etwas umgeschrieben. Finde ich auch hier lustig und gut. Vom Klangbild jetzt nicht unbedingt Hook-Flavor, aber ist lustig. Geschmäcker sind verschieden. Wer ist euer bester Rapper? Wollt ihr lachen gehen? Mein großer Bruder feiert Schwester Ever. Schwester Ever? Früher habe ich Schwester Ever auch ein bisschen gefeiert. Ich feiere sie auch manchmal. Was heißt feiern? Ist too much. Ich kann sie mir antun. Manchmal finde ich es einfach lustig und es unterhält mich. Aber das jetzt so als Front zu nehmen, weiß ich nicht. Finde ich, greift nicht so. Verschieden. Wer ist euer bester Rapper? Wollt ihr lachen gehen? Mein großer Bruder feiert Schwester Ever. Ich sah mir Dragon Ball an und spielte Tekken und FIFA. Gio spielte mit seinem Schniedelwutz und streckte ihn nieder. Bei jedem Wichs zog er sich ein Haar hinaus. Sein Kopf, dieses Paddle, die Sache sieht nicht haarig aus. Während ein Haar hinaus. Das ist aber gut. Es gibt auch zwei Punkte. Ich finde natürlich, das ist auch schon naheliegend, irgendwie diese haarigen Redewendungen irgendwie auf jemanden zu beziehen, der eine Glatze hat. Ne? Ist jetzt auch nicht ultra kreativ, aber ich finde es in dem Fall irgendwie gut umgesetzt. Und deswegen gibt es hier die ersten zwei Punkte in diesem schwulen Brüder-Battle. Geil. Der in Viertelstellung Rap und an Mösensucht verreckt, entwickelt der Verlust von Sex im Head ein Oedipus-Komplex. Ich beweise jedem von euch, dass er derbe schlecht ist. Den kommt man in sein Zimmer, ist er immer sehr beschäftigt, so hoch konzentriert und auch meistens mehr als rechtes an WoW, denn mein Bruder peilt die erste Quest nicht. Das versteht klein. Was ist denn die erste Quest in WoW? Ist es so eine sinnlose, einfache Scheiße oder was? Also ich gehe jetzt einfach mal, weil ich schwer davon ausgehe, dass erste Quests sind bei vielen Spielen halt immer so eine einfache Scheiße. So von wegen, geh auf dein Baumenü, bau ein Haus oder öffne Optionen. Erste Quest abgehakt oder das sind immer so einfache Dinge, deswegen gebe ich hier mal einen Punkt. Er scheitert schon bei den Gestalten seiner Menschen in Sims und bei Mario springt er erst und rennt dann nach links. Ich hab das kennt man aber auch schon, deine Mutter ist so dumm, sie springt bei, sie läuft bei Mario nach links, aber trotzdem finde ich es hier irgendwie gut umgesetzt so. Keine Ahnung, ob euch das so interessiert, stellt euch vor, Gio cheatet bei Counter-Strike und verliert. Ich hab ja, aber jetzt diese, das sind jetzt schon so drei, naja, ich will nicht sagen billige Mutter-Mütter-Witze so aneinandergereiht, aber was war jetzt der erste mit dem... deine Mutter ist so dumm, sie scheitert bei WoW an der ersten Quest, könnte so voll der Mutterspruch sein. Deine Mutter ist so dumm, sie rennt bei Mario nach links, so. Deine Mutter ist so dumm, sie cheatet bei Counter-Strike und verliert. Das sind so, ich weiß ja, das macht jetzt schon so ein bisschen den Anschein, als nimmt er einfach irgendwelche Sprüche, die er irgendwo mal aufgefasst hat und packt sie einfach in die Zeilen und deswegen will ich das auch nicht jedes Mal bewerten oder belohnen. Ja. Die
Peinlichkeit als Gegner. Denn sein Gehirn ist genau wie der Krieg im Nahen Osten. Beide Seiten machen Fehler. Die check ich nicht, Alter, bin ich zu schlecht, was die Politik angeht. Bitches labern, ich bin kein kleiner Gio. Ich hab bewiesen, wer ich bin Kasa. Ach, du bist mal wieder auf der Suche nach Stress. Doch pass auf, sonst gibt hier Mama wieder Stubenarrest. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Pass auf, was du in deinem Kinderbett schreibst. Dann sorg ich dafür, dass Mama dir das Internet streicht. Mir ist scheißegal, was du letztendlich so laberst. Doch wirst du mir zu frech, verpetz ich dich bei Mama. Einfach süß. Einfach süß, die zwei, oder? Einfach süß. Ich glaube, das ist eine knappe Sache. Aber schauen wir einfach mal. Chio hat von mir bekommen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kabasa Habat von mir bekommen 2, 4, 6, 8, 10. Ich hab falsch gezählt, Alter. Nochmal neu. Let's do it again. Yay, yay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 18 zu 14 für Chio. Rap-technisch, wie gesagt, vom Druck und von der Power irgendwie der Stimme hat mir Kasa hier mehr zugesagt. Aber es waren doch so von den Lines her, war da Chio schon halt irgendwie ein bisschen krasser. Es war halt leider schon so ein paar ausgelutschte Zeilen auch. Ich habe sie zwar belohnt, weil man da natürlich auch immer mit einem gucken muss, wie man das betrachtet, so, ne? Aber so Zeilen wie Kasa eben gebracht hat mit diesen ganzen, ey, du bist so dumm, du bist so dumm, du springst da nach links, tralala, so, ne? Und Gio auch mit dem, ey, deine Freunde sind wie Schlümpfe, immer blau, so. Das waren schon so ein bisschen arg ausgelutschte Zeilen, so. Und es gibt bestimmt andere Analysen, in denen ich das nicht belohnt hätte. Aber heute bin ich noch auf 2,5 Promille und deswegen sehe ich das Ganze ein bisschen lockerer und nicht so eng wie Asiaten und habe dafür einfach mal Punkte gegeben. Und jetzt ziehen wir uns die Abalanabüser von Chubulien Rabain. Mal gucken, was er dazu sagt. Schauen wir doch mal, wo sind wir denn hier daheim? Analyse Kasa versus Gio. Geile Sache. Wie viel Zeit haben wir noch? Läuft, Alter. Das Brüder-Battle Kasa gegen Gio hat stattgefunden und es ist ein richtig gutes Battle geworden. Hat stattgefunden wie Atlantis-Forscher. Unter Wasser stattgefunden wie Atlantis-Forscher. Brüder-Battle Kasa gegen Gio hat stattgefunden und es ist ein richtig gutes Battle geworden. Natürlich wurde keine Familie zerstört und es wurden auch keine ekligen Details unter der Gürtellinie ausgepackt, sondern es gab ein locker flockiges Fun-Battle. Unabhängig davon, wer hier heute gewinnt, habe ich das Gesamtkonzept dieser beiden zusammenhängenden Runden extrem gefeiert. Kasa und Gio treten sogar in der jeweils gegnerischen Runde als Gastpart auf. Im Prinzip haben sie auch schon innerhalb des Battles unter sich ausgemacht, wer hier weiterkommen soll. Die Videos, das auch schon innerhalb des in der jeweils gegnerischen Runde als Gastpart auf. Im Prinzip haben sie auch schon innerhalb des Battles unter sich ausgemacht, wer hier weiterkommen soll. Verstehe ich jetzt nicht. Gio oder was? Oder warum haben sie im Prinzip ausgemacht, wer weiterkommen soll? Verstehe ich nicht. Die Videos. Das Video von Kasa ist eine Einstellung ohne Schnitt mit einer unspektakulären Location. Ach so, meinte, ja, gut, okay, ja. Location auf irgendeinem Weg. Hin und wieder sind ein paar Effekte drin, die von Gio als Videoproduzent nachträglich eingefügt wurden, um seinen Bruder zusätzlich zu dissen. Kasas Video ist aber trotz der einen langen Kamerafahrt gar nicht das schlechteste Video bis jetzt. Es ist nicht so katastrophal scheiße wie beispielsweise das von Vocal. Die Flycam macht die eine lange Kamerafahrt halt zu einer guten langen Kamerafahrt. Das Video von Gio ist aber natürlich etwas aufwendiger mit unterschiedlichen Locations geschnitten und von Kasa gibt es sogar schauspielerische Einlagen. Das Video von Kasa ist halt thematisch cool, weil Gio in seiner Runde ja auch gesagt hat, dass er Kasas Video hinscheißen wird, aber abgesehen von dieser Thematik ist natürlich das von Gio einfach besser. Flow, Kasa ist in... Ja, das ist natürlich echt schon so. Jetzt verstehe ich auch die Aussage von Julien, dass sie innerhalb schon ausgemacht haben, wer weiterkommt. Weil bei so einem Video, wenn man die beiden Videos abgibt, so als Brüder, dann weiß man ja natürlich, dass Gio das bessere Video hatte, ne? Allein wenn man die Cuts und so und den Aufwand und so betrachtet. Warum hat Kasa das gemacht? Verstehe ich nicht, Alter. Ich hätte gesagt, hier, mach dich ab, du Depp, Alter. Mach dir selber ein One-Take-Video, du Aff. Du drehst mir jetzt ein gescheites Video mit 149 Takes. Ansonsten schlage ich uns der Mutter tot, du Depp. Und jetzt geh weiter.
rappt in Sachen Flow viel besser als in seiner Quali. Er kommt ziemlich gut auf den Beat klar und das kann man sich tatsächlich anhören. Ich nehme dich nicht hart dran, ja, weil ja, wir Brüder sind einfach. Ich übte am Mike und so übersteig der Schüler den Meister. Du warst damals schon ein Kind, das täglich in der Ecke hockte, weil dir in der Schule jedes Mädchen auf die Fresse boxte. Wer lässt dich blenden von ihm, fände ich aber ganz schön doof, denn die Masse ist erkrankt am Punch-Arroganz-Syndrom. Hier läuft es so wie damals in deinem Unterricht, denn du kannst dir sicher sein, dass du hier keine Punkte kriegst. Gio ist etwas monotoner unterwegs als sein Bruder, aber dafür routinierter und exakter on point. Insgesamt ist hier keiner von beiden viel besser oder schlechter als der andere. Deswegen bekommen auch beide den Punkt für Flow. On point, ja, na klar ist er. Gio ist halt on point as fuck. Der ist gegen jeden Rapper mehr on point. So. Gio ist halt so mega drauf immer. Das feiere ich, aber ich feiere, wie gesagt, auch mal, wenn einer so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Nicht extrem. Es gibt Rapper so, da weißt du manchmal gar nicht mehr, wo hin und vorne ist. Ne? In dem Fall fand ich es bei Kasa voll im Rahmen so. Technik. Kasa hat ein paar Zweckreime, ist manchmal unsauber und hat komisch hingebastelte Sätze. Es ist noch kein Hauptsache reimt sich Text, aber er driftet gerne mal in diese Richtung ab. Während Gio relativ sauber, relativ ungezweckt, aber auch relativ unspektakulär zugange ist. Keine krassen Reime, aber auch so gut wie keine Scheiße, deswegen Punkt für Gio. Punchlines. Beide haben gute Punchlines und vor allem ein schönes Konzept dahinter. Ja, gute Punchlines. Die Frage ist, wie definierst du gut? Die haben schon Punchlines, aber ob da jetzt wirklich gute dabei waren. Das waren halt lustige Punchlines, treffende, außergewöhnliche Punchlines, die nur so in einem Bruder-Battle funktionieren, zumindest ein großer Teil. Punkt für Gio. Punchlines. Beide haben gute Punchlines und vor allem ein schönes Konzept dahinter. Gio lässt den großen Bruder raushängen, der seinen kleinen Bruder niedermacht, sein Video sabotiert und sogar seine Stimme hochpitcht. Das ist extrem lustig, vor allem wenn man beide Videos in der richtigen Reihenfolge guckt, nämlich zuerst das von Gio und dann das von Kasa. Super, Chris, Dokumentenbruder, alles richtig gemacht. Super. Heute kriegst du einen Gutschein für ein Frühstück für zwei Personen im Jordanien-Festival Graben drüben bei Rumpenheim. Kasa hat aber auch ein paar lässige Sachen für Gio in petto. Ich glaub an das Karma, Bruder. Wir gingen auf Partys, Bruder. Ich mit Partyluder, du im Anhang als mein warmer Bruder. Am besten fand ich bei Kasa, was er über die Videospielkünste von Gio zu sagen hat. Ich beweise jedem von euch, dass er derbe schlecht ist. Denn kommt man in sein Zimmer, ist er immer sehr beschäftigt. So hoch konzentriert und auch meistens mehr als recht ist. An WoW, denn mein Bruder peilt die erste Quest nicht. Er scheitert schon bei den Gestalten seiner Menschen in Sims. Und bei Mario springt er erst und rennt dann nach links. Ich hab keine Ahnung, ob euch das so interessiert. Stellt euch vor, Gio cheatet bei Counter-Strike und verliert. Aber ganz ehrlich, jetzt wenn ich das nochmal höre, dann hätte ich nicht zwei Punkte für gegeben. Ohne Spaß, weil das ist für mich schon arg ausgelutscht. So irgendwie. Das sind so Sprüche, die... Ich weiß nicht, wenn man mal so einen Spruch kickt, so ja, in einem Track. Wenn man mal zwei Sprüche in einem Track kickt, die man schon so kennt, okay. Aber drei direkt hintereinander ist schon... Weiß ich nicht, da bin ich gerade selber mit meiner Punktevergabe nicht ganz d'accord. Aber wie schon gesagt, haben beide quasi unter sich ausgemacht, wer hier das Teil gewinnen soll und wer nicht. Gio bringt absolut gekonnt seinen eigenen Bruder um die Ecke. Es geht von Anfang an sehr lustig zur Sache. Wir beide haben uns schon damals nie so recht verstanden, denn ich war Pokémon-Karten und er Titelblätter sammeln. Weißt du noch, wie dich... Ach, Titelblätter, sagt er. Titel, die Titelmaus, Alter. Die kenne ich auch noch. Die Titelmaus, Titelblätter sammeln. Jetzt verstehe ich es erst. Recht verstanden, denn ich war Pokémon-Karten und er Titelblätter sammeln. Weißt du noch, wie dich du dein großer Bruder retten konnte und wie er dir die Windeln gewechselt hat letzte Woche? Nee, mal ehrlich, denkst du echt, dass du der Beste bist? Lächerlich, du hast doch mit 6 Jahren in dein Bett gepisst. Auch wenn du plötzlich eine richtig geile Runde kickst, wirst du verlieren, denn dann mische ich deine Runde nicht. Am Ende geht's aber richtig ab. Der große Bruder sitzt halt am längeren Hebel und das wird hier auf witzige Art und Weise auch richtig schön demonstriert. Gio mischt die Songs, dreht, schneidet und bearbeitet die Videos und das hat er inhaltlich in seinem Text und auch videotechnisch bei seinem Bruder sehr geil gegen ihn verwendet. Kasa wird nämlich von seinem eigenen Video gedisst. Im letzten Teil von Gios Runde kündigt er alle seine Schandtaten, die er mit Kasas Runde veranstalten könnte, erstmal an. Es ist egal, was du bringst, denn du bist hier aufgeschmissen. Jede gute Line von dir wird von mir einfach rausgeschnitten. Ich mach wieder alles komplett wie gewohnt, doch drehe für dich diesmal nur ein One-Take-Video. Was willst du machen? Mir egal, was du für Strophen kickst. Ich bin der Boss und wenn ich will, dann wird die Stimme hochgepitcht. Du kannst ja, pitcht der wirklich die Stimme an einer Stelle hoch, gell? Irgendwo in der Runde von Kasa. Gessen diesen G zum
zu plättern. Ich zerstöre deine Runde nur mit Videoeffekten. Du hast in der Hand, ob du weiterkommst, eigentlich nicht. Denn der Einzige, der darüber entscheidet, bin ich. Und dann setzt er das Ganze tatsächlich in die Tat um. Ja, Mann, das ist echt gut, Alter. Wir haben ein One-Take-Video mit Videoeffekten, die gegen Kasa gehen. Und er hat an einer Stelle sogar die Stimme hochgepitcht. Du hast früher beim Zocken immer das Kotzen bekommen. Denn du hast Spiele falsch erklärt, doch ich hab trotzdem gewonnen. Ich finde es cool von Kasa, dass er sich so von seinem Bruder verarschen lässt. Das Konzept ist richtig gut aufgegangen. Ja, das macht, das ist halt echt, also für, auf mich wirkt das sympathisch so. Es gibt bestimmt welche, die sagen, ja, was ein Depp, so finde ich total unlustig so. Ich finde es jetzt auch nicht das Lustigste, was es gibt. Und ich will auch nicht sagen, dass es unbedingt mein Humor ist so. Aber es ist trotzdem ganz lustig und es ist wirklich für mich hochsympathisch, dass Kasa das alles mitgemacht hat. Ohne Spaß, Alter. Aber auch bei einer so lustigen Begegnung liegt einer vorne und das ist natürlich der Gio. Seine Runde puncht an sich schon mehr, aber mit den Videoeffekten setzt er nochmal eins drauf. 2 Punkte Gio und 1 Punkt für Kasa. Extra Punkt. Geiles Konzept, geile Runde, geile Unterhaltung. Beide haben hier zusammengearbeitet, um uns zu entertainen. Das haben sie auf jeden Fall geschafft und dafür gibt es für beide einen Extra Punkt. Das User Voting. Beide Runden haben eine sehr gute Bewertung bekommen. Kasa war auch besser, okay. Also es ist etwas besser als die von Gio, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass viele dachten, der arme kleine Bruder wird von Gio so fertig gemacht. Da kann man dem ruhig mal ein Like reindrücken. Vielleicht gibt es viele geknechtete kleine Brüder unter den Zuschauern, die gerne den großen Bruder verlieren sehen möchten. Punkt für Kasa. Damit ist es ein 6:4 für Gio, ein gutes und relativ ausgeglichenes Ergebnis. Dass Gio gewinnen würde, war von vornherein klar, weil er einfach jahrelang Battle Rap auf höchstem Niveau hinter sich hat. Alleine letztes Jahr hat er 2 Favoriten aus dem Turnier genommen. Aber Kasa hat sich ziemlich gut geschlagen. Wenn er nächstes Jahr wiederkommt, dann bekommt er einen ganz normalen Gegner wie jeder andere auch und nicht seinen eigenen Bruder. Morgen gibt es Cassius Clay gegen TJ und mal gucken, wer dann nächste Woche dran ist. Aber war das die Rückrunde dann? Das ist jetzt die Rückrunde, die ja gerade angekündigt wurde, oder? Okay, Freunde, krass irgendwie, ne? Jetzt habe ich mir beide Videos komplett einmal reingezogen und habe dann meinen Senf dazu gegeben und ich bin trotzdem deutlich kürzer als sonst. Also es gibt komische Dinge so. Es gibt wirklich komische Dinge. Vielleicht hatte ich hier wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Weil es jetzt so von Battle-Sicht her, ich meine, es war schon irgendwie ein etwas anderes Battle, ne? Aber wie dem auch sei, mich hat es auf jeden Fall unterhalten und ich hoffe euch auch. Ich möchte sagen, dass ich wirklich Bock habe, im Moment weiterzumachen und ich freue mich ganz ehrlich, ich freue mich richtig auf die Cypher, ne? Und auf JBB 2015, Alter. Da wird's für mich, dann wird's irgendwann für mich auch so richtig persönlich, weil JBB 2015 habe ich mitgemacht und deswegen versuche ich schon relativ schnell das jetzt hier durchzuziehen und hätte ich nicht so diese Motivation, das selber so durchziehen zu wollen, dann würde ich mich vielleicht gar nicht immer so schnell wieder hinsetzen und es machen, was jetzt nicht heißt, dass ich das alles schnell abwickel, aber beispielsweise heute Morgen, ich meine, andere YouTuber würden sich in der Verfassung, in der ich heute Morgen bin, bestimmt nicht hier vor ein Video setzen und sich irgendwie in der Öffentlichkeit präsentieren, aber ich finde es einfach schön, das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, in meinen Analysen gesagt, dass ich so das Gefühl habe, auch wenn ich manchmal irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch stehe und vielleicht ein bisschen, ja, was heißt, ja, wenn ich ein bisschen auf dem Schlauch stehe und vielleicht nicht so Bombe drauf bin, wie ich es in manch anderen Analysen bin, ne, habe ich immer bei meiner Community, in dem Fall bei euch, das Gefühl, ich muss mich gar nicht verstecken, ich kann trotzdem einfach ein Video machen und ihr nehmt es so an und versteht es, deswegen fetteste Props gehen dafür raus, Freunde. Yes, yo, an die neuen Leute, abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke hier quasi Modus und an die anderen, die schon länger hier sind, natürlich Glocke aktivieren ist immer sehr cool, könnt ihr gerne tun. Checkt mein Merch aus, checkt rap-tutorial.de aus. Vielen Dank für das ganze Feedback, was wir jetzt mittlerweile bekommen haben. Ich habe auf Instagram einen Aufruf gemacht von wegen, ey, schickt uns mal euer Feedback so zu, ne? Sagt mal was dazu, auch gerne Kritik oder Verbesserungsvorschläge so, ne? Wir sind gerade dabei, was riesig Großes aufzubauen. Das ist für Spoofy und mich, ne, als Kollegen auch Neuland, sag ich mal, sowas, so ein Riesenprojekt eigenständig auf die Beine zu stellen. Und deswegen können wir Feedback wirklich gut gebrauchen. Bis jetzt ist das Feedback komplett gut ausgefallen. Danke dafür. Und yes, yo, an die Leute, die sich dafür vielleicht begeistern lassen wollen, rap-tutorial.de. Es wird groß, unglaublich viel Bild- und Lernmaterial.
Noch was ganz Wichtiges, wenn euch das große XXL-Abo vielleicht am Anfang zu teuer ist oder so, ne? Was ich verstehen kann, Freunde, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ne? Es ist nicht so, dass ich euch denke, oh, ich will euch ausnehmen wie eine Weihnachtskanzel, so, gebt die Kohle her oder so. Nee, wir haben da wirklich schon, also eigentlich, wenn man das mit anderen Rap-Tutorials vergleicht, beispielsweise Piano oder Gitarren-Tutorials, wie sie im Internet auf millionenfache Art und Weise angepriesen werden, die sind alle doppelt und dreifach so teuer wie unser Rap-Tutorial, ne? Deswegen haben wir schon manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir unter dem Wert sind, so, aber da wir auch wissen, dass unsere Community, also dass meine Community, jetzt vielleicht auch eher von der jüngeren Sorte teilweise ist, teilweise auch Schüler und so, können wir euch da nicht komplettes Geld so auf einen Batzen aus der Tasche ziehen. Und deswegen haben wir es so günstig, sage ich schon mal, gemacht, dass wir es auf 200 Euro gemacht haben und dann noch einen Einsteiger-Deal gemacht haben. Meine Survivor, die damals meine Survivor-Box bekommen haben, haben auch nochmal einen Einsteiger-Deal bekommen, also einen Extra-Deal. Und der läuft noch diesen Monat, checkt es aus. Wenn du dir erst das Reimen und Flow-Abo holen willst oder erst nur das XL-Abo oder so, du kannst dir jederzeit ein Abo holen und es jederzeit upgraden und nur noch die Differenz zahlen. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Freunde, schön, dass ihr am Start wart. Ich wünsche euch einen schönen Einstieg in die Woche und bis baldos, mi friendos, euer J. Gigolo. Bis dann. Peace.